Warte, ich muss mal kurz den Janik hier rauf. Ich muss mich erstmal. Okay. Scheiße, wo zu mich denn? Ich weiß nicht, wie sie. Ja, genau. Wo ist der scheiß Bund? Okay, so. Bist du drauf? Ja. Bist du drauf? Okay, folgendes Problem. Es gibt einen in diesem Auto, der hat beim Shotgun-Spiel beschissen. Nein. Was quasi zur Folge hat, Moment, dass ich zeige dir mal kurz. Genau. Das ist überhaupt nicht richtig, den Glasscheiben verhindern einen Shotgun. Okay, was er quasi zur Folge hat, dass er dementsprechend die Fahrt zum Mäcki, vom Hage zum Mäcki, die nächsten 10 Minuten leicht penetriert wird. So. Wir fangen mal kurz an. Ich sag dir, ich lenk gegen den Baum. Der Tobi kann eigentlich beim Shotgun-Spiel nicht verlieren. Und nur, weil er merkt, wie oder anders. Jetzt hör auf, Janik, du hast doch nicht mitgemacht. Oh, der Janik muss helfen. Konspirieren gibt's nicht. Bandmäßiges internes. Das alles kann den Tommy, der am Steuer sitzt, wie immer total cool in den Rückspiegel blinkt, überhaupt nicht irritieren. Ich bin langsam echt sauer. Ja, aber das ist der Sinn der Sache. Sehr gut. Geil. Was wurde ihm alles weggenommen schon? Noch nichts. Ich habe nichts, was ja. Jetzt hör auf. Hör auf. Tobi, nochmal die Lieferung. Du kannst deine Schuhe schneller anziehen. Tobi, ja, der Tobi ist vielleicht die größere Heulsuse, weil er jetzt nicht verlieren konnte. Ja, yeah, ja. Yeah. Das Spice Girls Konzert lassen. Wenn sie nämlich auf der Bühne steht, will sie nur fröhliche Gesichter sehen. Katie Price darf zum Beispiel auf keinen Fall rein, weil sie in der Öffentlichkeit über Victoria gelästert hat. Da hat sie wenigstens einmal was richtig gemacht, die Katie. Schon wieder eine sicher, gefallene Pop-Queen Britney Spears. Gestern Abend hatte sie ihre Söhne, wollte sie dann aber nicht an ihren Ex-Mann Kevin Federline zurückgeben, der das Sorgerecht hat. Verdammt, das Auto ist irgendwie zu klein. Langweilig. Da müsste ein richtig geiles Ding. Also, da kann was passieren. Wenn wir einen Autounfall machen, dann ist es genug für euch. Naja, das Problem ist. Hey, no camera, please! No camera! Na gut, schau sie darauf. Was ist denn so? Was ist denn? Bitte. Du bist doch auf dieses 9,50 Ticket. Das ist für dich. Du sitzt in der Mitte. Guck mal auf.